Was mache ich sonst so? Ich sag mal, wir haben jetzt ganz viel über das gesprochen, was vorne reinkommt. Ich habe hier mal meine Scheißewaschmaschine fotografiert. Das Ding kommt von Nesco. Nesco ist ein Ausstatter, ein amerikanischer Ausstatter für Berater. Jedenfalls ist das nichts weiter als ein kleiner Siebturm, der mit definierten Siebgrößen daherkommt und funktioniert im Prinzip so ähnlich wie eine Schüttelbox, nur dass hier nicht geschüttelt wird, sondern durchgewaschen wird. Scheiße wird da gewaschen. Hier oben in diesem Sieb, in diesem groben Anteil, sollten bei unseren Rationen eher 20 als 10% sein. Das, was hier drin ist, dann mal liegt wahrscheinlich eher unterhalb von 5%. Die grobe Struktur muss also nach Minimum auch im Code noch wieder zu finden sein. Deswegen wollte ich das eben noch mal kurz illustrieren. Für mich ist das sozusagen auch ein Instrument, zu gucken, wie gut funktioniert Verdauung. Und ich kann feststellen, dass Betriebe, die im Bereich von 40 Litern unterwegs sind, da komme ich zumindest in etwa in die Nähe dessen, was Nesco hier als Vorgaben macht. So 15, 20% im oberen Sieb und dann im mittleren irgendwo so um die 30. 20, 30% und am unteren 50 bis 60%, da kann man hinkommen. Aber eben nur, wenn die Rationen wirklich in der Verwertung sehr gut sind. Und das sind sie ja tatsächlich in der Regel nur da, wo auch die Leistungen entsprechend hoch sind. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.